nicht. Was machst du? Willst du da die Kiste ficken oder was? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Justus und ich habe ein neues Video für euch. Im heutigen Video haben wir den zweiten Part von Mafia für euch. Ich habe den ersten Part gerade eben aufgenommen. Das heißt, checkt den auf jeden Fall mal ab. Falls ihr den zweiten als erstes seht, also checkt erstmal den ersten ab. Ich habe euch das Ganze als Infocard gerade mal eingeblendet. Und ja, ich vermute mal, beide Mafia-Teile kommen am gleichen Tag, also heute. Schreibt in die Kommentare, was ich heute Abend streamen soll. Ja, Mafia 3 als Let's Play. Outlast wieder wie die letzten Tage oder GTA 5. Wenn wir das albe Ollo abfackeln müssen, um Sammy zu kriegen, werden wir es tun. So, und hier rechts haben wir den ersten Gegner. Wir sind hier im Sümpfen und müssen irgendwie in so eine Gang kalt machen, die irgendwie uns Probleme machen in unserem Fitness. Wir haben ja eine Bar irgendwie, unser Vater hat ja eine Bar. Und in diesem Viertel, wo diese Bar ist, wurde anscheinend der ein oder andere Diebstahl verübt. Und daran sind die wohl die Schuld, das ist schlecht fürs Geschäft. Also kümmern wir uns darum, dass das Geschäft wieder besser laufen soll gleich. Indem wir einfach mal hier die Leute abmurksen. Machen wir heimlich und still. Sehr gut. Ja, wir können nämlich nur eine so eine Waffe hier aufnehmen. Das heißt, wir nehmen mal direkt die hier. Pistolen haben wir. Und dann gehen wir mal weiter. Wollen wir erstmal unten gucken. Oh ja, Maschinengewehr finde ich besser. Maschinenpistole. Ein Bötchen hätten wir auch. Alles klar, gucken wir erstmal hier, wer hier so abgeht. Ich glaube, wenn wir schleichen, es müsste reichen. Den alten Mann schon längst umlegen sollen. Ich schätze, der Boss hatte Angst, dass Sammy uns... Pfeife leise, der Gegner, alles klar. Es ist gar nicht irgendwie an Assassin's Creed angelehnt. Und gut, dass auch nur einer kommt, der ungefähr einen halben Meter nebendran steht und der andere sieht's nicht. Alles klar. Der andere sieht das natürlich auch nicht, ne? Sieht man ja auch nicht, ne? Alles klar. Egal. Wir sind hier einfach schnell, bam, getackelt. Sehr schön. Und dann Genickbruch. Wirklich sehr romantisch hier, dieses Spiel. So, wir gehen hier weiter. Da sind drei. Ich überlege gerade, warum wir es nicht einfach laut machen mit Maschinenpistolen. Ich glaube, das ist einfach lustiger. Bisschen mehr Action. Als jetzt hier leise und still alles zu erledigen. Ich mag so Spiele, wo man sich entscheiden kann. Will ich das leise und still machen oder will ich einfach laut? Wir machen es jetzt laut. Weil die meisten sind schon... Habe ich direkt mit dem ersten Magazin erledigt. So, wo sind die denn jetzt? Da hinten ist ein Gegner. So. Suche Deckung. Ist der schwul oder so? Ach nee, ist nur Franzose. Falls du Franzose bist, ich hab nix. Okay, doch. Naja, egal. Ich sag jetzt immer nichts. Ein schlechtes Thema. So. Vorsicht! Sind alle nur angeschossen, die sind nicht tot. Haltet ihn auf! Der guckt mich einfach nur an. Oh fuck. Oh fuck, wir haben kaum noch Leben. Nein, nein, nein. Nein! Wir sind tot, scheiße. Nein! Und der feiert sich ja noch dafür, der Typ. Nämlich verarschen. Kacke. Egal, wir probieren es nochmal einfach. Auch wieder laut. Mit Action. Kann ja mal passieren, kann ja mal passieren. Wie viele Männer schicken wir los? Hier, die machen wir wieder leise am besten. So, der ist tot. Aua, Genickbruch. So. Ups, nein, das war Steam. Wir machen es jetzt einfach ab jetzt laut einfach. Und wenn wir es dann nicht schaffen, dann machen wir wirklich. Ups, sollte eigentlich ein Headshot werden. Ich werde eigentlich nicht feuern. Ich verpasse ihn mal. Ich komme hier nicht weg. Ah fuck, der hat hier noch Schrotflinte. Stimmt, hab ich vergessen. Ja, nachladen wird nichts mehr. Nein! Erledige ihn von der Seite!
Fuck, wir haben keine Munition mehr. Wir müssen jetzt warten, bis er kommt. Und dann können wir ihn mit überwältigen mit unseren Superkräftschlagen hier. Schlägen. Schlagen. Ich hätte. Was ist denn heute los? Schlägen natürlich. So, perfekt. Jetzt haben wir auch wieder Munition. Hier die Schrotflinte sammeln aber auch direkt mal ein. Jetzt rushen wir hier einfach wieder Vollgas durch. Die Frage ist, was sinnvoller? Drei Schuss mit der Schrotflinte? Nee. Kann nicht sagen, wo er jetzt ist. Kann nicht sagen, wo jetzt ist. Ich stecke hier fest. Kümmert euch um diesen Motherfucker. Alles klar. Von hinten kommt nix. Okay, alles klar. So. Keine Kugel mehr. Ich muss nachladen. Keine Kugel mehr. Denk nicht drüber, Mensch. Ja. So, dann holen wir uns jetzt nämlich das Maschinengewehr unten. Man muss sich ja immer so ein bisschen merken, wo der Kram ist. So, und jetzt, wenn er jetzt guckt, dann ist er weg. Ich glaube, wir haben hier ganz gut aufgeräumt gerade. Okay, das mit dem Pfeifen haben wir ja vorhin schon gelesen. Also warum mache ich es jetzt nochmal? Hey! Jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich, Alter. Erledige ihn von der Seite! Du bist damit! Oh mein Gott. Es ist aber schlecht, wenn die Typen so nah sind und man dann einfach so richtig viel auf die schießen muss, damit man es noch hinkriegt. Oh, von hinten kommt gleich einer. Wo ist der denn? So, dann hätten wir das auch erledigt. Gut, dann haben wir hier nämlich noch ein paar Waffen. Hinter uns. Schwanzlutscher. Aber nie gesagt hast du zu mir gehört. Keine Kugel mehr. Muss nachladen. So, yeah, dann nehmen wir jetzt die Schrotflinte. Und rushen jetzt mal ein bisschen. Denk nicht drüber nach. Erschieß ihn. Scheiße. Kümmert euch um diesen Motherfucker. Um diesen Motherfucker. Wir rennen jetzt einfach durch. Denk nicht drüber nach. Erschieß ihn. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Munition gespart, indem wir den anders erledigt haben. So, wir haben wieder eine Maschinenpistole. Wieso bin ich denn jetzt ein Verräter? Ich war doch nie bei euch. Ich habe nie mitgemacht bei euch, dann kann ich auch kein Verräter sein. Und direkt erledigt. Du bist nicht töten! Hey, ich hab den noch komplett gerade umgemorscht, als ob der jetzt nur so noch lebt. Nur so ein Schuss als Bitte. Fick dich! War ein großer Fehler, im Hollow aufzutauchen. Das Hollow gehört einem Trajisi, einem Feigling und Verräter. Schwarze Kunden, keinen Weißen mehr euch. Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du bist nicht besser als er. Alles klar, wir spielen jetzt Ganze jetzt hier ungefähr eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder so, es sind einfach schon 200.000 Leute tot. Hallo? Guten Tag. Du Gettekusser! Alles klar. Der ist schon tot, du kannst aufhören, der ist schon tot. Wirklich, der ist schon tot, kannst aufhören. Ja, du sollst dich beruhigen. Indem du mal runterfährst. Eingesperrt Tag und Nacht, mich verprügelt. Und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster. Dich und deine ganze verrottete Simpschaft. Er ist tot. Entspann dich mal. Die rastet ja voll aus. Tun. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Vajam! Vajam? Was heißt Vajam? Wieso haben die so viele Fremdwörter und was weiß ich nicht? Die ist doch eh gleich tot, wenn die da rausrennen. Verrückte Haitianer. Was ist eine Haitianer? Ist das irgendwie Stamm? Ist das eine... Ist das, eine Gruppe? Ist das der Nachname? Was weiß ich? So, hier ist ein Raum. Gucken wir doch mal rein. Okay. Ah, hier ist ein Medizinkasten. Perfekt.
Schnappen uns doch mal jetzt eine anständige Waffe hier. Oh, nur noch 8 Schuss, Mist. Hallo? So, jetzt. Und machen... Oh, ich drücke immer hier, weil ich immer denke, es wäre... Oh. Das wäre noch GTA irgendwie. So. Molotov-Cocktail geht so, habe ich gehört. So, jetzt aber. Ah, hier weg mit dir. Ey, wieso drücke ich denn die ganze Zeit? Tab. Oh, jetzt. Oh, wir haben keine Munition mehr, nehmen wir halt die hier. Ja, komm schon, Jungs. Zeigt euch. Oh Mist, die fängt schon an zu brennen. Der ist schon tot, alles klar. So, jetzt aber... Nein, ich hab keine Munition mehr, Mist. Woher bekommen wir denn jetzt Munition her? Hier lag doch noch eine Pistole rum, oder? Der hat die doch irgendwie hingeschmissen. Da müssten wir die auch aufsammeln können, oder? Ich weiß nicht. Wir haben jedenfalls keine Munition mehr, das ist ein Problem. Jetzt renne ich jetzt raus, dann bin ich instant tot. Egal, wir müssen es probieren. Wir rennen raus. Nehmen die Pistole hier. Geh wieder rein in Deckung. Ja, warum ich nicht immer zu viele Schüsse abgebe, aber ich denke mir mal, ich gehe lieber ein nur mal auf Nummer sicher. Bevor der mich danach kalt macht. So, den hätten wir dahin auch mit dem Molotow geschafft. Als alles klar. So, dann nehmen wir hier wieder die Schrotflinte. Wir haben ja immer so eine primäre Waffe und so eine sekundäre, also die Pistole immer und dann halt noch eine 3 Schuss, dann nehmen wir lieber hier noch die Pistole. Und auch die primäre und dann können wir halt immer nur. So, wir nehmen als erstes den oben hier. Mist, und jetzt ist nämlich die schon wieder leer. Wir müssen irgendwie dringend Waffen kaufen. So, wo ist der Typ jetzt? Der hat uns auch noch von hinten geschossen, ne. Ich hoffe ja mal nicht. Wir waschen mal jetzt einfach rein, wir sind Rambo. Rein, rein, rein. Oh, scheiße, wir müssen mal in Deckung gehen. Wir können doch nicht so reinwerfen wie Rambo. Und wir haben nur noch 10 Schuss. Cool. Der brennt den Dreckskerl. Ja, das war aber der letzte, den du je geworfen hast. Nein, keine eigenen, aber ihr seid nicht meine Leute. Seht ihr ihn? Ich werfe einen Molotow! Das ist aber auch mit Abstand der letzte, den du geworfen hast, mein Lieber. Gehst auch nicht mehr. So, dann haben wir den auch. Neue Munition. Dieser Soso hat mich festgenagelt! Dieser Soso hat mich festgenagelt! Du wiederholst dich! Schießen einfach ohne, dass sie mich sehen. Motherfucker! Alles klar, lern Deutsch. Und, oder bist du ein Motherfucker? Ja, weil du da bist. Mach nicht die ganze Munition leer, die brauch ich noch.
So, einmal haben wir da noch, oder? Hier für unseren Freund. Achtung! Du bist auf mich, ich werfe auf dich. Der Unterschied ist, ich treffe dich. Keine Munition mehr. Wir haben gar keine Munition mehr, als ob. Ah, doch, jetzt haben wir wieder ein bisschen Maschinen. Oh, nicht. Oh, Steam immer, ey. So. Ich werde dir zeigen, was. Da. So, der ist tot, glaube ich. Was machst du? Willst du da die Kiste ficken oder was? Er hat mich hier festgenagelt! Das ist doch noch wieder aufgeschlagen. Ja komm, steig aus. Darf ich fahren? Ja, danke. Perfekt, auf, komm, steig ein. Los, 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 los. Los geht's. Dauernd muss ich dich rauspauken. Alles frisch? Ja, alles klar. Wie lief's mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Alles klar, er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Du wirst so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles... Nein! Verdammt, du verkratzt ja den Lack! Hier ist doch mein Auto, heul nicht so rum. Jedenfalls, wie ich schon sagte, wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Ja, wir haben dann 1300 Meter vor uns, also ich Kilometer knapp. Ich sag seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Pops, naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, aber ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem, du weißt schon. Und ich erst recht nicht, erklär's mir. Find's lustig? Hey, oh, Mann, fuck, sei Alter, scheiße. Sorry, das wollte ich gar nicht. Ich find's krass, wie offen die einfach darüber sind. Vater, ja, dann bringt ihr halt mal um. So, ja, der hat was gegen Gewalt, das ist schlimm. Also so richtig offen irgendwie. So, ja, Gewalt ist ganz normal. Gewalt ist ja keine Lösung, aber eine Möglichkeit. Richtig von dem Motto. Scheiße im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Ja, man sollte immer darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja, entspann dich mit deinen großen Plänen, okay? Scheiß drauf, ist deine Karre. Fahr sie ruhig zu Schrott. Kein Problem, werde ich machen. So. Los geht's. Bremsen! Genau, Vollgas. Also mir ist ja klar, was unten die Anzeige bedeutet, aber den MPH. Wahrscheinlich KMH sind es ja wahrscheinlich nicht, sondern MPH. Aber was bedeutet da drüber das? Wie viel Gas ich gebe, glaube ich, oder? Ja, Verbrauch ist das. Ja. Kann man eigentlich, in, also Boot fahren kann man ja auch in Mafia, kann man aber auch fliegen? Mit Helis oder so? Flugzeugen ist auch geil. Ist geil. Naja, wir werden das sehen. Irgendwann mal. Eventuell. Vielleicht. So. Ja, hallo. Hallo, 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 hallo. Ah. Ups. Yay. Eine Sache, die... Und den Fahrer überspringen wir wieder. Ich... Der ist nämlich langweilig. Yay. Das ist das erste Mal, dass wir in der Open World sind. Sonst sind wir immer... Ist das unser Zuhause hier? Scheint, als wäre das unser Zuhause. Guck, jetzt ist das Auto umgedreht. So Sachen sind ein bisschen unlogisch. Ist das jetzt unser Zuhause oder was ist das? Ah nee, das ist die Kneipe, alles klar. Okay. Also doch unser Zuhause, mehr oder weniger. Hier, die Tür. Wirklich übersinnvoll. Hallo. Hallo. Gut, dann gehen wir mal Vollgas, würde ich sagen. Zu dem Yachtclub. So, wir müssen dann mal wieder ein neues Ziel, glaube ich, festlegen. Ah, ne, ist schon gesetzt, alles klar. Ah, die Map ist ja doch schon... Ey, es gibt doch einen Flughafen. Ey, lass erstmal zum Flughafen fahren. Das sieht doch aus wie ein Flughafen. Da fahren wir jetzt erstmal, ich will wissen, wie der ist. Bin nämlich leicht flugzeugbegeistert. Jetzt will ich wissen, wie das ist. Danach können wir immer noch zum Yachtclub. Oder nee. Nee, doch, wir machen erstmal die Mission. Vielleicht, weil ich vermute mal, wir werden da eh direkt abgeknallt, wenn wir... dahin fahren. So, gehen wir Vollgas hin. Haben wir auch diese Motorhaubenansicht.
ist manchmal beim Fahren etwas leichter. Alles klar, natürlich. Natürlich. Ist klar, ne? Nein! Verbrechen im Gange, schick Verstärkung. Als ob die jetzt so eskalieren wegen dem Verkehrsunfall. Ja, direkt Verfolgung aufgenommen. Ich bin ja nicht mehr weggefahren zu dem Zeitpunkt. Okay, so, Leben haben wir wieder etwas. Ja, der Polizei davon fahren. Ansonsten fahren wir die Polizei ab, Gang. Das ist ein mega lame. An alle Einheiten. Und schon haben wir es geschafft. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Ja, jetzt suchen die nämlich nur noch in diesem Kreis da. Wir sind schon ewig weit weg. Weil die Polizei ist jetzt nicht besonders stark. Ist ein Militärtransporter? Ne, normaler. Nur. Okay. Aber die Map ist schon cool irgendwie. Nur ein bisschen einseitig, finde ich. Also was ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen. Aber an sich echt nice. Weil ich zocke halt wirklich viel GTA nur. Eigentlich zu 99% spiele ich GTA. Und dadurch finde ich, die Map kenne ich dann mehr oder weniger auswendig. Und das hier ist halt dann echt noch was Neues. Und ich habe gemerkt, ich habe seit Ewigkeiten kein normales Video mehr. Also kein normales GTA-Video so. Ja, immer nur Streams, Stream-Ankündigungen, Gewinnspiel, immer nur so Sachen. Wie findet ihr so eine Entwicklung auf dem Kanal? Findet ihr die gut oder sagt ihr, nee, ich soll wieder eher zurückkommen zu meinem Alten, was ich so gemacht habe? Diese reinen GTA-Videos und so. Weniger streamen. Ich habe halt gemerkt an den Abonnenten, dass die Streams so mega gut ankommen. Ich habe früher immer nur so 10 Abonnenten am Tag gemacht, jetzt seit den Streams mache ich meistens so über 20 Abonnenten. Das ist saugeil. So, und dann sind wir auch schon am Yachtclub. Oder? Ja, nee, noch ein Kilometer. Sag gerade zu Hause, jetzt sind wir schon da. Hier rechts seht ihr auch immer im Bildschirm diese schwarzen Schilder, die zeigen auch nochmal den Navi an. Den. Gar keine so schlechte Idee. Irgendwie das Wetter ist auch die ganze Zeit nicht so geil, ne? Da kann man ein bisschen schöner sein. Immer nur bewölkt und regnerisch. Dann ist es Mafia, es ist die kalte Zeit. Aber. Bisschen mehr Palmen haben wir hier. Wie sollen denn hier Palmen wachsen? Bitte bei dem Regen. Aua. Sorry. Warum gibt Gas? Sollen wir mal jetzt hier rum hier? So, da sind wir auch schon. Rede mit der Sache. Mama. Unser Auto ist irgendwie leider schon fast kaputt. Servus. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach wirklich? Jetzt nochmal das Wetter. Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Ach so, nur weil wir schwarz sind, denkt er direkt, wir sind. Wir sind angestellt, alles klar. Oh, der hat aber auch paar schöne Autos vor der Tür. Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet Geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Ja, die Autos im Hintergrund, die gefallen mir schon. Ziemlich langweilig, ich würde lieber ich in irgendwie was anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch 2 Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich. Du
warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces? Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Gott, was für ein Arschloch. Falscher 50er. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. Zweimal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und Sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Wir werden bei dieser Gelegenheit in Ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen, sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten. Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das, das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist draußen, hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt noch mal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer, keine Frage. Also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit? Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sam ist ein Spitzenmann. Aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist. Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Und so weiter und so fort. Das ganze Video, das juckt doch eh keine Sau. Insofern überspringen wir das einfach mal instant. Und geben uns in einem Ah ja, genau, jetzt sind wir wieder in der Bank. Wunderbar. Ich kann nichts sehen. Da links sehen wir welche. Ohne die Map würde ich auch nichts sehen. Einen konnte ich ausschalten, ohne was zu sehen. Den zweiten. Perfekt. Mit V kriege ich irgendwie das super Sicht. Wir müssen ihn in die Zange nehmen. Finde ich echt ein bisschen unrealistisch. Ich mag unrealistische Spiele nicht so. Aber gut. Von mir aus. Hinter uns. Der Bohrer ist durch. Alles klar, gehen wir nach unten. So. Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay? Ja, alles bestens. Ja, uns geht's bestens, wirklich. Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fangen. Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen wir das Geld runter. Mach schnell! Die haben das Licht ausgemacht. Oh. Kümmert ihr euch um die Kohle, ich mach das hier klar. Keine Munition mehr. Ach, reihe Schussbahn. So, dann haben wir doch alle, oder? Ne, da ist noch einer. Der gestresst. Könnt ihr hier drüben mal Hilfe brauchen? Würde ich sagen.
So, jetzt aber. Let's go. Ja, kommen da jetzt noch irgendwie Gegner, oder? Wir werden reich sein, Lincoln. Stinkreich! Die versuchen uns rauszutreiben. Konzentrier dich darauf, was du tust. Deckung wechseln. W in Richtung der Deckung. Ja. Alles gleich. Ist so ein bisschen dämlich. Da ist er! Sind das nicht die Wachleute, die angeblich aus Baton Rouge kommen? Wir müssen mal Hilfe brauchen. Wir müssen ihn in die Zange nehmen. Hilft mir hier! Kommt mir den Wichser vom Eis! Oh, wir haben keine Munition mehr, Mist. Nur noch Pistole. Ich will aber möglichst viel Geld machen, das heißt, ich muss ihn noch aufhalten. Dieses Arschloch hat es auf mich abgefehlt! Fuck, wir haben gar keine Munition mehr. Gar nichts. Mist. Da ist doch die Waffenkammer, wurde vorhin gesagt. Jetzt habe ich noch mal ein paar Schuss. Hoffentlich habt ihr mir was übrig. Ja, die Wichser! So, ich besorge uns noch mal hier ein paar Waffen. Der Wichser hat mich am Sack! Nee, ich will nicht am Sack, wirklich nicht. Nein! Aber vielleicht sollte man ein bisschen früher in die Waffenkammer gehen, vielleicht. Wenn noch nicht ganz so viele Gegner da sind. Wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Aber ich würde sagen, an dem Teil hier schließen wir uns dann an, eventuell später im Stream, beziehungsweise in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Mafia. Jetzt... Checkt doch das letzte Video ab, falls ihr es nicht gesehen haben solltet. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr neu, wenn ich das öfters machen soll. Und ein Abo, wenn ihr hier neu sein solltet. Wie findet ihr das Spiel? Ab in die Kommis, was soll ich heute am Stream? Ab in die Kommis. Und damit würde ich sagen, ciao. Haut rein. Es ist vorbei. Wie kann so etwas jemals vorbei sein? I call but you don't answer, so I write this open letter. When I left the world was broken, I just hope it's gotten better. You argue who's the greatest, I left quotes for y'all to measure. Y'all were focused on who's clever, I was focused on forever.